Die Elefanten sind los in Trier und Luxemburg und einer fällt ganz besonders auf. Holger sitzt hier noch inmitten der Elefantenfamilie für die weltweit größte Open-Air-Ausstellung mit kunstvoll gestalteten Elefantenstatuen. Der Elephant Parade Trier Luxemburg 2013. Eine Benefizaktion zugunsten der Arterhaltung der asiatischen Dickhäuter. Noch bis zum 18. Oktober können insgesamt 100 dieser Kunstelefanten bestaunt werden. Auch das Studierendenwerk hat ein Kunstwerk gesponsert und ist Elefantenpate auf Zeit. Für den einzigen Elefanten, der nicht nur tierisch, sondern auch original trierisch ist. Der Trierer Grafiker Johannes Kolz hat aus seiner Ideenskizze den Elefanten Holger für das Studiwerk entstehen lassen. Der Holger, der Name ist im Prinzip durch Zufall entstanden, weil ich habe mit meiner Freundin abends bei einem gemütlichen Glas Wein vor dem Rohling gesessen und haben gedacht, was machen wir mit dir? Und da kam der Name Holger, war ganz schnell auf dem Tablett und ist auch dabei geblieben. Und transportieren wollte ich im Prinzip auch für die Touristen und auch die Studenten, die das dann halt sehen, die von auswärtig kommen. Die Trierer Sprache ist eine schöne Sprache, sie kann lustig sein. Und das halt ein bisschen mit Comic verpackt, damit das Ganze ein bisschen harmonisch wird. Es ist halt eine Aufgabe, die ging über mehrere Wochen. Immer mal wieder eine Stunde, dann mal wieder zwei Stunden. Da ist auch mal ein Samstag draufgegangen. Immer wie ich Lust hatte und Zeit hatte, bin ich drangegangen. Es soll ja auch immer noch Spaß machen und es soll ja auch kein Druck dahinter sein. Und das wurde auch von der Elephant Parade aus, haben wir genug als Künstler genug Zeit gehabt, für das auszuführen, damit da nicht so viel Druck dahinter ist und damit die Ergebnisse gut werden. Aus der Elefantenfamilie heraus hat Holger seinen Standort in Trier mittlerweile gefunden. Als neues Haustier an der Einfahrt zur Wohnanlage Petrisberg. Und hier hat Holger bereits erste neue Freunde gefunden. Jede Menge buntes Gemüse, Produkte aus Sojabohnen wie Tofu, Hefeflocken und Gewürze, das sind die Zutaten für die erste vegane Kochschule, veranstaltet vom Studiwerk. Kochen ohne tierische Produkte leicht gemacht, mit den passenden Koch- und Arbeitstechniken, so lautet das Ziel für die 6 Teilnehmer im eintägigen Kochseminar. Vegane Anfänger, Interessierte und Kochbegeisterte lernen in lockerer Atmosphäre die vegane Küche mit warmen Hauptgerichten kennen. Ich finde es toll, dass man halt auch außergewöhnliche Sachen hier kennenlernt und nicht nur einfach Gemüse kochen, was man ja eigentlich auch als Nicht-Veganer kennt, sondern halt auch sieht, wie man Rührei machen kann, wie man die klassischen Sachen ersetzen kann im veganen Sinne. Das finde ich ganz toll hier. Macht Spaß, vor allem dann auch selbst zu testen, wie es geht. Nicht, dass ich danach zu Hause stehe und misst, wie geht das jetzt. Also das finde ich hier toll, dass man dann noch die Gruppe sehr klein ist und der Lerneffekt sehr hoch ist. Ja, prinzipiell, also ich bin sehr froh, dass es das Angebot gibt. Man merkt ja auch, dass gerade die Mensa und das SWT vermerkt auf die Interessen der Studierenden reagiert. Und da ja das Interesse und auch die Nachfrage nach veganem Essen generell und auch in der Uni natürlich immer steigt, das kann ich, denke ich mal, über die Jahre, wo ich hier in der Uni bin, ganz gut beurteilen, ist das natürlich eine klasse Sache, dass die Mensa da auf die Studis zugeht. Selber kochen von veganen Gerichten bringt neben viel Spaß auch neue Perspektiven für das Thema gesunde und fleischlose Ernährung. Es ist natürlich für mich persönlich ist es sehr wichtig, solche Kurse an der Uni zum Beispiel jetzt auch anzubieten, weil ich natürlich halt, also ich bin Veganerin aus ethisch-moralischen Gründen und ich möchte natürlich auch die Motivation, die dahinter steht, möglichst vielen Leuten näher bringen. Und vor allem an der Universität, wo man ja dann doch, sage ich mal, ein etwas offeneres Publikum hat, was auch einen gewissen Bildungsstandard besitzt, trifft man natürlich auf bessere Resonanzen und hat da auch höhere Chancen, dann was zu bewegen. Insgesamt 187 unterschiedliche vegane Gerichte hat die Mensa Tarforst bereits in ihrem Angebot. Die Zahl der Personen, die aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen sich nur noch vegan ernähren wollen, wächst auch an der Uni Trier. Eine besondere Herausforderung für das Küchenteam im Studiwerk. Das Ziel soll sein, dass wir einfach den Trend weiterverfolgen, die Nachfrage bedienen. Unsere Gesellschaft ändert sich und wir werden nicht drum herum kommen, uns da anzupassen. Und ein Thema ist halt vegane Küche. Und da wird es so sein, dass wir da heute mit Interessierten, sehr vielen Interessierten, ein Gericht zaubern können oder mehrere Gerichte zaubern können. Und das ist ein Lernprozess, der auf beide Seiten geht. Also ich lerne daraus einige Sachen durch die Unterhaltung bei diesen
Akt hier und ja, und man versucht sich halt zu ergänzen. Ja. Der krönende Abschluss der ersten veganen Kochschule ist natürlich der Genuss der leckeren Speisen, die gemeinsam zubereitet werden. Aufgrund des großen Interesses folgen noch weitere Kochkurstermine. Ganz neue Sichtweisen bietet ab sofort das Studiwerk mit der Galerie auf Big O an. Den Auftakt machen die Fotografien von Thomas Csikmántory. Thomas sendete am schnellsten seine Bildauswahl an das Studiwerk und nun sind seine Arbeiten für 14 Tage in der ersten Ausstellung auf Big O zu sehen. 6 spannende Motive wählte der seit 3 Jahren leidenschaftlich fotografierende Student der Diplompsychologie für seine erste öffentliche Präsentation aus. Die Bilder sind alle zum Thema Struktur, 6 Bilder. Und Struktur deswegen, weil Struktur großformatig gut wirkt und auch unaufdringlich ist, wenn man in der Mensa ist beim Essen. Ich habe darauf geachtet, dass es nichts Anstößiges oder dergleichen, damit die Leute in Ruhe essen können. Aber auch wenn sie eine freie Minute haben, dass sie mal rumgehen können, sich die Sachen anschauen können. Entsprechend Struktur. Was ich unter fotografischer Struktur verstehe, sind Linien, Flächen, Textur, Licht und Schatten. Und diese 5 Elemente habe ich auch versucht hier abzubilden und ebenso versucht, verschiedene Arten, verschiedene Qualitäten von Struktur darzustellen. Eben menschgemacht wäre es natürlich, organisch, anorganisch, flüchtig oder stabil, abstrakt oder konkret. Aufgrund der hohen Nachfrage wechseln die Kunstwerke alle 2 Wochen nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Die nächsten 24 Ausstellungen in der Galerie auf Big O sind bereits geplant. Wer noch mitmachen möchte, schickt seine Bewerbung per E-Mail an info@studiwerk.de. Das Neueste aus der Gerüchteküche. Gerücht Nummer 3. Mensa ist eintönig. Stimmt nicht. Wir variieren aus unserem Speiseplan über 2000 Rezepturen. Da lohnt es sich, einen lecker Wecker zu erstellen. Herzlich willkommen zu meinem Trierer Blattlexikon. Heute der Buchstabe P. P wie Porta Nigra. In Trier sonst Alporta, bedeutet so viel wie Porta Nigra, das schwarze Tor aus der Römerzeit.